Nach dem 0:3 im Saisonauftakt gegen Herthas Zweite will sich Chemie Leipzig heute gegen Viktoria Berlin belohnen, gegen den Meisterbesieger also. Gespielt wird im Alfred-Kunze-Sportpark und es gibt zunächst einmal eine Trauerminute. Denn es wird unter anderem dem Enkel von Alfred Kunze gedacht. Thorsten Kunze verstarb unerwartet im Alter von nur 60 Jahren. Wir werden sportlich, die Chemiker in dem bekannten Grün, zunächst von links nach rechts mit der ersten Gelegenheit nach 6 Minuten. Sureks Versuch allerdings noch deutlich drüber. Die Gastgeber aber tonangebend, von Viktoria bislang wenig zu sehen. Sie haben keinen Zugriff aufs Spiel, ganz anders die Leipziger. Buri auf Dennis Jepel. Und der nimmt gekonnt Surek mit. Schöner Spielzug, was macht Surek? Passt da ins Zentrum? Nee. Er versucht selbst abzuschließen und dann kommt die Grätsche von Fatih Bakka im richtigen Moment. Aber die Gastgeber bleiben am Drücker. Viktoria Berlin kommt kaum raus aus dem eigenen 16-Meter-Raum, versucht es spielerisch zu lösen und das Gegenpressing der Sachsen hat Erfolg. Timo Mauer, 18 Meter, Schussaufsetzer, drin ist er. 35. Spielminute im zweiten Saisonspiel. Shepherds das erste Mal für Chemie Leipzig. Und das ist zu diesem Zeitpunkt auch vollkommen verdient. Von der Viktoria bislang nicht zu sehen. Spielerischer Natur, vielleicht ja mal mit einem Eckstoß gefährlich. Zumindest können sie sich in der gegnerischen Hälfte mal behaupten. Yildirim ist das. Macht er stark, macht er gut. Kommt zum Abschluss. Bellot ist da. Bislang nicht geprüft, Benjamin Bellot. Aber in dieser 38. Minute, da zeigt er sein ganzes Können. Nach schöner Einzelleistung von Yildirim fährt er die rechte Pranke aus. Eine Szene gibt's noch in Durchgang Nummer 1. Maximilian Kinzig, der Torhüter, bekommt den Ball, wird attackiert von Kirschstein und dann hat Viktoria Berlin Glück, dass dieser Pressschlag nicht im Kasten landet. Trotzdem ist die Stimmung gut auf den Rängen unter den knapp 4000 Fans. Vielleicht auch komplett 2340 Dauerkarteninhaber. So viele hat der Verein verkauft. Das ist ein Rekord. Im zweiten Durchgang gehört die erste Szene dann den Gästen. Ecke Falcao und Nikel Tulo mit 1,90 Körpergröße, eigentlich ein Mann für Kopfbälle, kommt mit dem Fuß an den Ball und setzt die Kugel drüber. Das Spiel nimmt sich eine Auszeit. Spielerisch geht aktuell nicht viel, aber nach 70 Minuten und Brückmanns Freistoß kommt Haran mit dem Kopf an den Ball. Es sieht dann doch gefährlicher aus, als es ist. Das Netz ist zappelt, aber wirklich knapp war es nicht. Nächste Ecke, jetzt wieder auf der anderen Seite und diesmal ist es eng. Dennis Jepel rettet auf der Linie. Der hätte möglicherweise gepasst. Richtig auflösen kann man es nicht. Eng war es definitiv. 7 Minuten noch, die Punkte, sie sind noch nicht im Sack. Die Viktoria aus Berlin, sie will sich nochmal aufbäumen, versucht alles. Und sie können es ja auch. Falcao, bitte zum Tänzchen. Gegen einen, gegen den zweiten. Das sieht richtig schick und schön aus. Prima, wie er sich durchsetzt. Das Auge dann für den Flügelmann. Und im Zentrum Oleg Skakun. Der aber nicht vorbeikommt an Benjamin Bellot. Die Viktoria, sie drückt. Sie will unbedingt den Ausgleich noch erzielen, aber die Zeit rennt den Berlinern davon. Und Chemie kontert über Timo Mauer. Das 2:0 hat auf dem Fuß, bringt den Ball aber nicht im Kasten unter. Trotzdem wird es einen Erfolg geben. Mit 1:0 gewinnt Chemie Leipzig verdient gegen Viktoria Berlin. Man hat heute gesehen, wie wir erste Halbzeit aufgetreten sind, dass wir unbedingt wollten. Und ja, wir haben unser Spiel versucht durchzudrücken und das ist uns erste Halbzeit gut gelungen. Jubel über 3 Punkte im AKS und Freude sieht dann doch alters- und ligenübergreifend überall irgendwie ähnlich aus.